Wo sind die Leute? Da hinten. Nein! Oh, die sind schon wieder zu schnell gewesen. Ich hasse es, mit anderen Menschen zu spielen. Jetzt, da ich wieder jahrelang wieder im Ladebildschirm mal hängen. Oh Mann. Richtig? Keine Ahnung, was man hier machen muss. Alles klar, ah. Bin unterwegs. Jetzt nach da oben. Oh. Und man wird schon wieder wegteleportiert, weil die Leute wieder zu schnell sind. Die Gesetzlosen haben Geschütze. Das dürfen wir nicht dulden. Zerstöre sie. Ich bin doch schon da, oder? Ich verstehe. Ja, ich bin da. Gut da. Wo denn? Ich sehe nicht mal was. Die Geschütze sind zerstört. Sehr gut. Jetzt kümmere dich um den Rest der Gesetzlosen. Okay. So, wie funktioniert denn das nochmal? Mit Q muss ich auch mal testen. Wo ist ein Gegner? Combo. Moment, nicht, das war eh. Ich würde sagen, läuft. Der Kampf ist vorbei. Ich glaube, sie haben es kapiert. Verdammt, man gönnt uns keine Pause. Ein neuer Auftrag. Neuer Auftrag? Okay. Und wo? Ein Freelancer in deiner Nähe ist in Schwierigkeiten. Sieh zu, was du herausfindest. Da lang.
Alles klar, bin unterwegs. Schade, da ich nicht genug Zeit habe, um zu gucken, ob es hier Loot gibt, was ich so einsammeln kann. Handwerksmaterial, ich glaube, da muss ich dann halt so für mich die Sachen machen. Da hinten ist es gleich. Oh wow. Fängt schon mal gut an. Sieh dich nach dem Freelancer um. Ich werde sehen, was ich tun kann. Mal sehen. So, ab Mist. Nach oben und gucken. Du kannst nichts mehr tun, außer den Link einzusammeln. Welchen Link? Ich spiel doch kein Zelda. Verwende den Sprengstoff, um die Scar-Munition zu zerstören. Beende den Auftrag unseres gefallenen Freundes. Seh nicht mal was. Die Hälfte ist nicht schon wieder. Die Hälfte ist schon wieder irgendwie weg. 5 Sekunden. Hä? Kein Schild? Einer weniger. Und weiter. Ach so, hier hin muss ich. Okay. Ich sehe nicht mal die Gegner. Das, wie kacke ist das denn? Doch, jetzt sehe ich Gegner. Hey, was macht ihr denn hier? Hey, nö. Ich muss hier weg. Hast es bald geschafft. Es ist echt toll, wie ich zielen kann, ne? Combo. Das nenne ich Team O. Teamarbeit. Oh, mir geht's nicht gut. Ich will da gerne hin, da ist Loot. Das hätten wir. Welch Zerstörung. Gut, jetzt mach dem Rest der Kreaturen den Chaos. Stop.
Schlüsselbahn Alaska. Sollte erledigt sein. Nice, sogar ungewöhnlich. Auftrag beendet. Mehr habe ich jetzt nicht für dich. Die Leute werden davon erfahren. Dafür sorge ich. Okay. Mission abgeschlossen. Ich frage mich, wo man gucken kann, wo es Herausforderungen gibt. Ich habe ja so richtig viel XP gemacht. Mal wieder. Oh wow, die sind schon 16, 13 und 14. Ist klar. Die haben bestimmt die ganze Nacht durchgesuchtet. Definitiv. Guck mal hier, Stufe 7 schon. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Haben die ganze Nacht durchgesuchtet. Blitzinschrift. Sind wieder interessante Sachen, die ich mitnehmen kann. Startrampe. Komm, wir gehen zur Will ich wirklich zur Startrampe? Da sind wir bestimmt viele Menschen. Ich mag keine Menschen. Okay, komm, gehen wir zur Startrampe. Oder doch zum Vor. Ne, wir gehen zum Vor, weil Startrampe, da gehe ich später erst hin. Ich kann mir vorstellen, da ist die Ladezeit noch ein bisschen extremer. Wie können die schon Level 13 sein? Die müssen echt wirklich von 16 Uhr bis um 7.20 Uhr, also ist jetzt gerade hier früh am Morgen, die müssen wirklich von einfach durchgezockt haben. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt schon so weit sind. Wenn es jetzt schon Level 16er gibt, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt schon die ersten, die 30 sind, oder? Schon Max Level. Am ersten Tag oder so sind welche bestimmt schon Max Level. Okay, nicht erster Tag, aber am zweiten Tag. Ich kann mir gut vorstellen. Man, da unten kann ich wieder Quests annehmen. Perfekt. Kann mir gut vorstellen, so das Spiel kommt raus und also die sich das normal gekauft haben und nicht primär haben. Es tut mir so leid. Es gab einen Hinterhalt. Ihr Ehemann. Nein. Nein, wie kann das sein? Er war nicht allein. Da waren genug Leute. Scar haben die Gruppe überfallen.
Die Retter waren zwar dort, kamen aber zu spät. Nein. Nein! Es tut mir sehr leid. Wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, sagen Sie es mir. Da gibt's nichts mehr zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, das Spiel ist offiziell draußen und es fliegen schon Level 30er rum, ohne Ende. Und die, die neu anfangen, denken sich, ja, yeah, geil. Kann ich mir gut vorstellen. Mit denen kann ich nicht mehr reden, aber mit denen hier. Immer schön, dich zu sehen, mein Freund. Siehst du die Geschichten an der Mauer? Ja, ich hab mich schon gefragt, was das soll. Wenn Freelancer fallen, wird ihr Link zu mir gebracht. Im Leben verbindet der Link uns mit einem Krypter. Im Tod ist er eine Aufzeichnung. Und du schreibst auf, was passiert ist? Ja, um uns daran zu erinnern, was Freelancer gegeben haben. Das machst du ganz alleine? Es ist eine Ehre. Wir sollten nicht trauern, sondern feiern. Ich will, dass du unsere Toten ehren gehst. Bring mir ihre Geschichten. Und leuchte ihnen den Weg nach Hause. Ja, klar. Ich kann ja ein paar mitnehmen, ne? Ich kann wieder mit denen reden. Mit denen da unten kann ich auch nochmal reden. Mit Max kann ich nochmal reden. Du machst so viel. Wunderbar. Ich bin neugierig. Woran erinnerst du dich am meisten? Die guten Zeiten? Die schlechten? Was? Ganz ehrlich. Eigentlich erinnert man sich immer an die guten Zeiten. Die besten Tage bleiben hängen. Die Siege. Darum geht es im Leben, oder? Ich war vor einer Ewigkeit mal bei den Dämmerungstoren. Die Sterne haben hell gestrahlt. Der Regen hat alles leuchten lassen. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Wusste nicht, was es war. Was war es? Kinder. Alleine. Draußen im Dschungel, mitten im Nirgendwo. Sie haben gesungen. Kinder? Wie sind sie? Ich meine, wie sollte ich das verstehen? Ein Läufer war angegriffen worden. Ich habe sie nach Hause gebracht. Es war ein Wunder. Es gab Musik. Es wurde getanzt. Einen Haufen Kinder retten. Das ist doch ein guter Tag. Ja, ja, ein guter Tag. Aber eines der Kinder, ein Fremder, hielt seine Hand. Seine Eltern sind an Bord des Läufers gestorben. Wir sollten für die Hoffnung stehen, aber dieser Job hat zwei Seiten. Wenn mir meine Siege große Freude bereiten, weiß ich trotzdem, dass irgendwo auch Trauer ist. Das muss dich ganz schön mitnehmen. Nein, das stärkt meine Überzeugung nur. Unsere Arbeit ist wichtig. Ich weiß nicht. Ein hartes Leben. Hoffnung kommt nicht leicht. Verloren und allein. Aber die Kinder haben gesungen, hörst du? Das tue ich. Aber die Kinder haben gesungen. Schön, dich zu sehen, Freelancer. Okay. So, dann wollen wir... Aha. So, mit denen können wir noch mal reden. Hey, Kumpel. Du räumst ja richtig auf da draußen. Ist das jetzt allgemein gesprochen, oder? Owen gibt ja gerne mal an. Aber es ist ja nicht so, als ob du es nicht verdient hättest, stimmt's? Ohne Owen würde ich das hier nicht hinbekommen. Wenn du so weitermachst, werden wir bald ein ganz Bastion Thema Nummer 1 sein. Du verschaffst uns einen guten Ruf und wir bekommen mehr Angebote. Ich habe angefangen, die Auftragsbücher farbig zu markieren. Echt klasse. Und was ist mit dir? Irgendwelche aufregenden Jobs? Außer Papierkram. Erinnerst du dich noch an den Auftrag mit der Arkankammer, den meine Kumpels und ich angenommen haben? Wie ist das gelaufen? Wir fliegen raus. Und mein Krypter findet die Position der Kammer. Aber sie ist verschlossen. Also teilen meine Freunde und ich uns auf, um die Abstimmpunkte zum Aufbrechen zu finden.
Überall hopsen Clowninchen herum. Geradezu idyllisch. Clowninchen, ich finde den Namen so geil. Das sind auch schöne Jobs. Dieser hier nicht. Wir öffnen die Kammer. Aber Wolfen haben uns bemerkt. Kein Problem, wir haben ja, weshalb wir gekommen sind. Einfach losfliegen, richtig? Die kleine Schwester von einem meiner Kumpels liebt diese Radiosendung über das verbrecherjagende Clowninchen. Detektiv Hoppels Mysterien. Oh Gott. Er quatscht dauernd davon, dass wir Hoppel nicht sterben lassen dürfen. Was soll er dann der Kleinen sagen? Und irgendwie musste ich ihm recht geben. Ehe ich mich versehe, renne ich mit einem Clowninchen auf dem Arm herum, während die anderen beiden zu dem Arkanisten fliegen. Ja. Na, das bleibt dann im Gedächtnis. Ohne deine ausschlaggebende Stimme hätten wir das nicht erlebt. Ich habe das Gefühl, dass der Job so oder so interessant gewesen wäre. Man weiß ja nie, oder? Ich schätze nicht. Wir sehen uns, Jack. Hey, ich hätte die Mission auch machen wollen. Hey, komm mal wieder vorbei, okay? Mit einem Clowninchen im Arm wegrennen. Warum nicht? Ah, guck mal. Restzeit 5 Stunden 34. Das bedeutet, dann ist es 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also werden täglich um 13 Uhr die Quest zurückgesetzt. Oh, wow. Ja gut, ne? Also merken ist nicht so wie bei Blizzard, dass man um 5 Uhr die Quest zurückgesetzt werden. Was? Ich glaube, das war 5 Uhr, oder? 5 oder... Moment, wir müssen noch mit Max reden, ganz wichtig. Ich glaube, das war 5 Uhr, oder? Die haben es sogar jetzt geändert auf 7 Uhr. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nicht so wie die anderen Spiele, die ab Mitternacht oder um 5 Uhr morgens die Dailies zurücksetzen, sondern um 13 Uhr. Finde ich eigentlich nicht so schlecht, dass es um 13 Uhr ist. Weil so hat man noch Zeit früh morgens noch die letzten Reste zu erledigen. Da lang. Hello, my friend. Ich habe einen Typen getroffen, dem eine Gazelle direkt ins Gesicht gespritzt hat. Oh, man sagt, das ist übel. Er war 12 Tage lang blind und konnte noch weitere 2 Wochen nicht richtig sehen. Und was ist mit ihm passiert? Er ist gestorben. Die Gazelle-Drüsenflüssigkeit hat ihn umgebracht? Nein, ein Läuferunfall. Er hätte ihn ohnehin nicht lenken dürfen, wo er doch nicht richtig sehen konnte. Oh, wow. Der Laberkopf schon wieder. Unglaublich, seine Geschichten, ey. Also, was kann ich heute für dich tun? Matthias Sumner. Hat er wirklich Hausverbot in der Bar? Dieser Arkanist? Aber sicher. Streng genommen darf er sich nicht mal bis auf einen halben Kilometer nähern. Aber das Fuhr ist nicht groß genug. Das Hausverbot überdenken. Ja komm, versuchen wir mal. Ich schätze, ich kann dich nicht dazu überreden, sein Hausverbot aufzuheben. Und sei es nur zeitweilig. Einmal, als die Sentinels Wartungsarbeiten an der Mauer durchführten, hat ein Wyvern es hier reingeschafft. 3 Anzüge waren nötig, um ihn aus dem Männerklo zu jagen. Trotzdem hat der weniger Schaden angerichtet als unser Wunderkind. Das kann nicht wahr sein. Beides nicht. Alle Arkanisten sind durchgeknallt, Freelancer. Der ist so durchgeknallt, dass es für 3 oder 4 reicht. Naja, sonst alles in Ordnung hier in letzter Zeit? Keine Flüche oder sowas? So funktioniert das nicht. Der Typ, wo das die...
Xeno irgendwas, hat hier übernommen und den Namen zu Das Schwarze Emporion geändert. 2 Monate später, zack, vom Blitz getroffen. Mitten im Vor. Sentinels fanden ihn im Hinterzimmer. Gut durchgebraten und eins mit seinem Stuhl. So ein skadamter Mist passiert. Man weiß es vorher eben nicht. Wie geil. Erstmal schön beim Scheißen vom Blitz getroffen. Nur weil er den Namen geändert hat von der Bar. Läuft. Im Dschungel sehe ich alle möglichen Dinge, die genauso bizarr sind. Je weiter du ins Grenzgebiet vordringst, desto durchgeknallter wird es. Ich mach mir da keinen Kopf. Außerdem ist das hier der einzige Ort zwischen Antium und dem verdammten Alheim, wo man einen Drink bekommt. Das allein ist fast so viel wert wie ganz Helios. Das werde ich doch nicht wegen einer Gruselgeschichte aufgeben. Na, hoffen wir, dass sie hier auch keinen Unfall bekommt. Das ist bestimmt die einzigste Barbesitzerin, die denn überhaupt denn schafft. Einkaufsliste. Wow, ich habe eine Einkaufsliste gefunden. Wo laufe ich denn jetzt hin? Bin ich hier richtig? Ah ja, hier, ja, bin ich. Na denn, auf zur nächsten Mission, ne? Der Krater hier. Ah, jetzt ja. Hä? Da hinten konnte ich auch was machen. Hier? Nee. War dann halt nur ein Bug oder so. Aber ich könnte ihn hier wieder aufbessern. Lucky Jack hat ordentlich geschuftet. Gestalterrelikte haben seinem Anzug zugesetzt. Los, Anzug, erscheine! So, was haben wir denn da? Okay. Kann ich irgendwas herstellen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann Blitz herstellen. Wow. Okay, das ist ein leichtes Maschinengewehr, Sturmgewehr. Sperrfeuer, schwere Pistole. Ich weiß nicht. Okay, der schießt schneller. Hat mehr Munition, aber man muss bedenken, das ist ein leichtes Maschinengewehr. Moment. Dieses leichte Maschinengewehr gibt einen Bonus von 5% auf Schrotflinten. Euer Ernst? Da muss ich auch drauf achten. Wenn ich das nehme, kriege ich sogar Geschwindigkeit. Okay. Auf sowas muss ich auch mal denn Acht geben. Bauplan. Woher kriege ich eigentlich die ganzen Baupläne?
Mach doch gar nichts. Oh, da haben wir ja ein paar. gut. Blitzschaden. Ich habe keinen Blitz mehr. Sprungschaden. Mehr Einschlagschaden, okay. Aber dadurch hat denn meine Rüstung mehr... Kapazität, also mehr Munition, okay. Wiederaufladungsrate, okay. Und das hier? Erhöht die Rüstung. Gegen Elementarschaden. Also ich würde schon fast sagen, ich nehme das hier. Wenn man so guckt, erhöht den Sprengschaden. Ja, aber ich habe doch nichts, was Sprengung macht. Das ist doch Kacke. Ich habe auch nichts Blitzartiges. Aber das verstärkt halt mein Schild. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das macht zwar mehr Dings, aber... Ja, gut. Ja, dann nehmen wir das hier. Besser als Sprengschaden, weil wir haben nichts, was in die Luft gesprengt werden kann. Also nehmen wir das. Zack. Dann haben wir auch gleich mehr Schildstärke. Das ist gut. Kann ich was herstellen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. So, mit Level 12 können wir denn den nächsten Kern reinschmeißen. Das ist geil. Und Stärkungssiegel. Okay, was ist das? Beschleunigungsfeld, Windwall, Beschleunigungsfeld. Ja, dann würde ich sagen, das hier, oder? Erzeugt eine Mauer. Ja, besser als nix, würde ich sagen. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Habe ich ein neues Siegel? Nein. Nein. Ja gut, dann haben wir den ja auch mal wieder auf Vordermann gebracht. Aber bevor wir uns weiter ins Gefecht stürzen, neue Ausstattung wählen. Kann ich nicht speichern? Umbenennen. Genau, umbenennen. Wir benennen es mal um und sagen... Es ist... Ja. So, dann gucken wir mal unseren Ranger an, ob wir den auch nochmal mal neu machen können. Oder ihn auf den neuesten Stand bringen. Falls wir mit dem mal eine Solo-Mission machen. So, was haben wir denn? Wir haben das hier. Faust des Berges. Aber dann ist meine Lenkrakete weg. Ja, gut, wenn ihr meint.
Präzisionsgewehr. Nice. Dann nehme ich den hier. Und als Zweitwaffe würde ich schon sagen, das hier. Aber der wird schon verwendet, oder? Für den vom anderen Javelin. Ja, okay. Ist egal. So, Granaten. Habe ich auch noch Granaten? Kann ich was herstellen? Ist eigentlich egal. Die finden wir bestimmt schon irgendwie. Komponenten dafür. Ja, gut. Können wir ja eigentlich nur das hier nehmen. Und das hier natürlich. Dann nehmen wir das da. Und dann nehmen wir das. Stärkung. Da haben wir eigentlich nur das da. Erzeugt ein Feld. Ja, dann haben wir den Ranger auch schon mal fertig. Obwohl, das Aussehen müssen wir noch mal ändern. Jetzt macht es langsam Spaß. Zeit, Eindruck zu schinden. Da können wir ja die legendäre Ausrüstung nehmen. Boje. Nehmen wir das. Oder doch das? Nee, das. Tragezustand nehmen wir natürlich alt statt dreckig. Ja, gut. Dann zurück zu den Javelins, zurück zu Storm und. Er wird geladen. Oder auch nicht. Egal. So, dann mal auf in die nächste Mission. Ich habe den Eindruck, da stehen mehr Kisten als Leute rum. Ja, würde ich so unterschreiben. Ist das überhaupt meiner? Nein. Das ist nicht meiner. Es wurde nicht abgespeichert, oder? War ja klar. Warum wurde es nicht gespeichert? Da, das ist nicht... Doch. Es gibt hier viele Möglichkeiten, Eindruck zu machen. Aber das wurde nicht ausgewählt. Der Teufel steckt im Detail. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber okay. Irgendwie hat sich das Aussehen geändert. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Ah, das ist mein Anzug.
wollte mich schon beschweren.